der sehr dunkel ist. Okay, gucken wir mal hier in der Lobby, bevor wir durch den... Da ist auch ein Schacht. Vielleicht können wir durch den Schacht ja auch... Da war auf jeden Fall eine Stimme. Wow. Wow, die hat eine Wumme. Die hat eine Wumme. Alter, die hat eine Wumme. Wow, die hat eine Wumme. Alter, die hat eine Wumme. Alter, die hat eine Wumme. Was haben wir hier? Revolvermunition. Okay. Finden wir vielleicht unseren Revolver jetzt hier irgendwann? Da ist eine Leiter, da kommen wir aber noch nicht lang. Okay, ich werde doch erstmal in die andere Richtung gehen. Vielleicht finden wir da ja einen Revolver, den wir benutzen können. Aber hier war nämlich auch noch ein Weg zu Workplace Solutions. So, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Da hinten wissen wir auf jeden Fall, da ist eine Frau mit einer Waffe. Auch so viele Räume, die noch rot sind. Aber hier ging es doch nicht runter, oder? Weil da war doch die Tür zu. Ah, so. Und da haben wir wieder einen Toten gefunden. Der zählt dazu, ne? Wie Inventar voll. Das geht auch? Ein Sensor? Okay. Machen wir die Tür mal offen. Sicher ist sicher. Weil dann haben wir sie nämlich. Prost zusammen. Sehr schön. So. Achso, wir können mal eben kurz gucken hier. Ja. Wir stehen da. Wir brauchen mal eben... Da, Lautsprechersystem, wo wir hingehen möchten. Da möchte ich mich mal eben umsehen. Schauen wir doch mal, dass wir da... Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Okay, gar nichts. Das heißt, wir müssen zu der Lady mit der Waffe. Okay. Okay, OB. Kann man mit einem Tampon schreiben? In der Regel schon. Was ein schlechter Witz. So. Tja, da müssen wir mal gucken, wie wir die überlisten. Weil komisch, dass sie uns schon gesehen hatte. Wir haben uns doch geduckt. Ich hoffe, die sind jetzt nicht hier in heller Aufruhr. Wo ist sie hin? Hallo? Wir sind auf jeden Fall hier nicht alleine. Nehme ich mal vorweg. Weil die ist wahrscheinlich nicht weg. Die Tür ist zu, definitiv. Und da ist auch niemand mehr. Ich traue mir nicht, mich aufzustehen. Ich traue nicht, irgendwie aufzustehen, weil... Oh. Da war auch ein... Ach du Scheiße. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles. Oh. Was denn... Hey, was denn hier? Warum? Ach so, man kann sich... Ach so, man kann sich hier unter dem Dings verstecken. Deswegen. Ach so. Deswegen geht die so in der Hocke. Okay, der ist leer. Das kennen wir ja. Das haben wir ja schon in anderen Spielen erlebt, dass man einfach irgendwie eine Schublade aufgemacht hat und die war leer. Ich bleibe mal in dieser geduckten Stellung. Wir können ja nichts weiter bauen, oder? Nee, außer Medikit. Nee, wir haben, sonst haben wir nichts. Können wir das nicht irgendwie ablegen?
Okay. Ich hau dir mit der Leuchtfackel auf die Birne. So, was haben. Was haben wir hier? Haben wir hier noch irgendwas? Was war auf. Ein Zugangsgenerator. Oh. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Eine neue Datenzelle. Datenzelle finden, um zu reparieren. Okay. Um SZG zu reparieren. Also wie die. Was, 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 was? Was, was, wo? Wo? Wo ist die denn? Ach da. Oh. Geh weg, 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 geh weg. Hallo? Okay, die suchen jetzt unten. Warum kommen die denn die Treppe hoch? Die können doch gar nicht wissen, dass ich hier hochgegangen bin. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, natürlich. Wie hohl ist das denn? Woher wissen die denn, dass ich jetzt da oben hinter dem Sofa stehe? Das muss mir mal einer sagen. Ey, das gibt's doch nicht. Wo haben wir denn als letztes gespeichert? Ich weiß es gar nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Prost zusammen. Das ist ja mal... Ah, hier. Okay, wir... Genau. Ja, das ist natürlich nicht schön. So, da hinten war ja nichts am Liegen, ne, oder? Nee. Doch, in dem Schacht war noch die Munition. Die haben wir ja nicht aufgenommen jetzt, vor dem Speicherstand. Die liegt ja da wahrscheinlich noch, genau. So, das heißt doch, dass wir definitiv... Also wir können die nicht angreifen. Nee, warte, 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 warte. Bevor ich dieses Dingen aufnehme, werde ich jetzt erstmal ganz schnell hier mir den die ganzen Dings aufsammeln. Okay, letztes Mal habe ich auch mehr gefunden. Oh, ein Turmband. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen, Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Ja. Mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Okay, wir werden auf jeden Fall gleich... Hier ist ein Schacht. Wenn wir gleich das Dingen aufnehmen, werden wir, glaube ich, durch den Schacht direkt gehen. Ich weiß zwar nicht, wo wir da rauskommen. Hier ist auf jeden Fall ein Strom... Eine Neuverkabelung, die wir mal ausprobieren können. So, was haben wir denn da? Luftreinigung. Instabiles System. Machen wir mal die Luftreinigung an. Ich habe noch nicht ganz so geschnallt, was das... Ach so. Ach, jetzt ist hier alles nebelig. Jetzt schnalle ich das. Jetzt können die uns wahrscheinlich dann auch nicht sehen. Ach so, jetzt... Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Aber nur in gewissen Bereichen, so wie das aussieht, können die uns dann nicht sehen. Schauen wir uns hier noch ein wenig um, bevor wir gleich dieses Gerät holen. Hier ist auch eine Neuverkabelung. Schauen wir mal.
Mal Lautsprecher machen wir hier mal an der Seite mal an. Okay, haben wir nichts. Von hier aus kommen die gleich. Denke ich mal. Oder hoffe ich zumindest mal. Was haben wir hier? Sieht aus irgendwie wie so ein Cola-Automat. Was haben wir denn sonst noch, was wir hier... Habe ich doch gesagt, Gold-Zigaretten, oder? Boah, das sieht aus voll wie so ein gemütlicher Gaming-Sessel. Ich weiß nicht warum. Okay, Strom wiederherstellen. Slenderman? Nein. So. Oh, was zu futtern. Hot Food. Oh, guck mal, da gibt es sogar Pommes, Hot Dogs. Da unten haben wir Döner, Burger. Boah, da hätte ich jetzt voll Bock drauf. Kann ich nicht einfach mal ein Werkzeug benutzen? Dann wird aus meiner PlayStation einfach ein Burger gedruckt. Das wäre noch was. Da würde ich mich riesig drüber freuen. So. Oh, hier. Bindemittel. Okay. Da unten, da gehen wir mal eben hin. Da waren wir auch noch nicht. Schrott. Das ist sehr schön. Das haben wir dann. Da ist eine Tür, die offen ist, oder? Nee. Sicherheitsgenerator brauchen wir da. Okay. Hier liegt auch nichts. Hier. Nein, hier wurde Karten gespielt. Okay, die Tür ist zu. Gut, haben wir... Okay. Tolles Bild. Haben wir das auch gesehen? Da oben ist dann der Computer. Ja, da haben wir soweit alles abgegrast. Das heißt, ich kann eigentlich getrost hingehen und mich direkt in den Schacht verstecken. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreissystem dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. So, beeilen wir uns ein wenig. So, mal gucken, wo er uns hinführt. Was? Wo bin ich denn jetzt hier? Hallo? Warum geht das nicht offen hier? Okay, da musste anscheinend... Anscheinend musste das Spiel wahrscheinlich hier laden, deswegen ging das nicht sofort offen. Ah, jetzt ja. Sehr schön. Was können wir denn? Können wir schon irgendwas Neues bauen? Nein. Okay. Hier vielleicht? Was drin? Inventar voll, Sensor und Bindemittel haben wir schon voll mittlerweile. Wie viel haben wir denn da drin? Drei Sensoren können wir nehmen und insgesamt sechs Bindemittel. Okay. Also kein neues Medikit. Ja, ja. Plasmaschneider. Wir haben immer noch nicht den Plasmaschneider gefunden. Naja, dann wollen wir mal. Müssen wir jetzt auf jeden Fall auch wieder zurück. Schauen wir mal. Sind die jetzt weg oder nicht? Scheiße, die sind immer noch da. Kacke. Fuck. Wo finden wir denn jetzt für unseren Generator da die Klamotten? Alter, die stehen da. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Oder ging's hier weiter? Nee, ne? Nee. Hier war ja rot, die Tür. Was? Alter, die stehen noch... Die stehen noch da! Wie soll ich denn da vorbeikommen? Soll ich die mit der Fackel begrüßen, oder was? Sucht weiter! Sucht einfach weiter, sie können nicht weit kommen. Wie soll ich denn da bitte vorbeikommen? Und vor allem, wo muss ich denn...
Die stehen doch da oben schon wieder. Wow! Wow! Wow, 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 wow! Wo muss ich hin? Wo muss ich... Ja, schön. Mhm. Tolles Spiel. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen dämlich gelöst, muss ich sagen, vom Spiel, weil das Spiel lässt einen in einer sehr verhängnisvollen Situation doch sehr hängen, finde ich. Und die Gegner doch sehr, sehr... Ach, jetzt sind wir wieder hier, ne? Oh. Wo doch die Gegner sehr, sehr präsent sind an dieser Stelle. Oh, jetzt müssen wir alles wieder einsammeln. Oh Gott. Aber das habe ich mir schon sagen lassen, dass doch man es sehr schwer hat an einigen Passagen. Nun gut, aber das sollte kein Problem darstellen, wenn wir es klug angehen. Wir wissen, wir müssen das Ding da hinten aufsammeln. So, und wegrennen bringt uns ja sowieso nichts. Hat man ja gerade gesehen. Denn diese Waffen, die die haben, sind viel, viel stärker. Oder beziehungsweise haben die ja Pistolen, was wir ja nicht haben. So, jetzt werde ich natürlich hier wieder alles einsammeln müssen. Denke ich mal. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, weil jetzt könnte ich echt eine gute Waffe gebrauchen. Hier war nichts, ne? Nee. Bevor ich das Gerät aufsammle, werde ich aber gleich diesen Nebel aktivieren. Vielleicht bringt uns das ja was. Hier war doch irgendwo was am Liegen, auf irgendeinem Tisch, oder? Oder vertue ich mich da? Ah, hier. Genau. So bin ich ja... So vergesslich bin ich ja nun auch wieder nicht, ne? Obwohl ich ja nächstes Jahr schon mein Alter erreiche. So, Moment, wo war das denn jetzt? War das jetzt da hinten mit dem... Ah, hier. Ja, hallo? Wir werden komplett einfach mal das mit dem... Weil wir haben ja, glaube ich, 3 oder 4... Luftregulierung, wo wir es aktivieren können. Hier unten war, glaube ich, eine Aktivierung. Das muss doch mal einer wissen, dass man das vorher machen kann. So. Luftregenerierung, genau. Das heißt, wir haben das auch hier. Und hier oben war, glaube ich, auch noch irgendwo so ein Teil. Genau. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Aber ich weiß partout immer noch nicht, wo wir hin müssen dann anschließend. Sehr schön. War da sonst noch irgendwo so ein Dingen? Ich glaube nicht, ne? Da war der Schacht. Ne, da unten war nichts mehr, ne, oder? Nee. Okay. Dann werde ich aber jetzt als erstes mal in den Schacht gehen. Und mir die Klamotten dort holen. So. Da haben wir genau alles aufsammeln. Inventar voll. Sensor haben wir voll. Da ist noch eine Kiste. Bindemittel. Sehr schön.
Ich habe eine Fackel. Mhm. Ich werde sie benutzen. So. Prost erstmal zusammen. Was wollte ich sagen? Mit dem Nebel. Wollte ich jetzt mal kurz schauen, ob der es hier so gelassen hat, überall. Weil anscheinend nämlich nicht, oder? Doch. Nee, doch. Aber warum ist denn hier kein... Ach, das geht nur an einer Position, glaube ich, gleichzeitig. Das geht nicht überall. Okay. Das heißt doch, wir müssen wahrscheinlich hier durch diese Tür, wenn die kommen. Das heißt, ich werde hier mal eben... Ja, das geht nur an einer Position, glaube ich. Das heißt, wir müssen durch diese Tür wahrscheinlich, wo die herkommen. Wir müssen uns an denen vorbeischleichen dann. Ja, das wird ja ein Highlight. Das wird definitiv ein Highlight. Dann schauen wir mal. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Dann gucken wir mal. Wo laufen die hin? Oder beziehungsweise von wo kommen die? Bis jetzt sehe ich sie noch nicht. Hallo? Hallo? What the fuck? What the fuck? Die kommen ja schon da hinten. What the fuck? Geh weg. Aua, 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 aua. Wow! Wow, wow, wow. Geh weg. Mach die Tür auf. Oh, wo muss ich hin? Ich glaube, sie ist nach unten. Na los. Fuck. Sie hat einen Hacker. Das hat nicht funktioniert. Was? Ich würde gern... Wo? Hallo? Okay, sind bald... Zettelchen zum Lesen. Ich glaube, wir brauchen nicht in den Spind. Momentan noch nicht. Was ist denn das hier? Boah, wie cool das aussieht. Oh mein Gott. Hui. So, ja, haben wir die auch erledigt. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt, bin ich ganz ehrlich. Ich würde mich freuen über einen Speicherpunkt, weil sonst müssen wir nämlich die ganze Chose nochmal machen. Das wäre super, wenn hier irgendwo ein Speichertelefon wäre. Ring, 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 Banana Phone. Ring, 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 Banana Phone. I got this feeling to believing. Aber hier ist doch bestimmt irgendwo ein Telefon, hundertprozentig, oder? Hallo? Telefon? Oh, ja, speichern! Ich war noch nie so froh, gespeichert zu haben, bin ich ganz ehrlich. Ja! Speichern! So, wunderbar. Genau jetzt, wo ich sie vorher schon gebraucht hätte, kriege ich den Revolver. Oh mein Gott. Wählen Sie im Inventar-Radmenü aus den Revolver. Ja, wie ziele ich? Piu, piu. Piu, piu. Okay, man merkt, dass es halt kein Shooter ist, weil die Waffe... sobald ich nicht ziele, sofort weggesteckt wird. Ja, also man merkt sofort, dass es halt immer noch ein Horror-Survival-Action-Adventure sein soll. Ja.
Und ja, wir haben es mittlerweile schon 23.02 Uhr und ich würde sagen, wir machen hier wieder eine kleine Pause für euch. Oh, mein Gott, es ist spannend, es ist ja Horror und es ist unglaublich, was da noch passieren wird. Ich bin echt gespannt und ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben. Wir machen eine kleine Pause, also bis gleich dann, ja? Tschüss.